Leute, wir kommen zum 10x85er Pack. Lasst gerne Like da, Leute. Abo, Glocke aktivieren, Tisch einschalten, Shop abchecken für die nice Designs. Orange, Blau, Rot, Grün, Kissen, Tassen, Turmbeutel, vieles mehr. Link ist oben in der Beschreibung. Ich danke euch. Checkt's gerne aus. Ihr unterstützt mich. Ich würde mich sehr freuen. Danke an jeden, der mich da supportet. Und ihr habt doppeltes Pack. Wenn ihr die nice Designs dann habt, ihr wisst es ja. Let's go. Schreibt rein, was ihr gezogen habt, ne, aus eurem Pack. Ich bin gespannt. Ich hoffe, was Gutes. Ich hoffe, was sehr, sehr Gutes. Nicht nur was Gutes, was sehr, sehr Gutes. Team of the Season. Ja, war zu erwarten. Spanien, das ist schon mal gar nicht gut. Oh mein Gott. Digga, 92er Vasquez. Jetzt müssen wir hoffen, dass irgendein sehr, 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 sehr heftiger Summerstar dahinter ist. Sonst, Digga, absolut lost das Pack. Komm, irgendeine high-rated Summerstar-Karte. Come on. Oh mein Gott, Digga, das war... Was war das für ein schlechtes Pack, Alter. Digga, also das Pack, katastrophal. Alles im Verein. Naja. Ich sag mal so, kannst nichts machen. Ich würde sagen, wir hauen direkt noch hier das 5x90er-Pack hinterher. Kann nur besser werden. Hoffentlich. Hoffentlich, Digga. Komm, Team of the Season wieder. Das ist schon mal ein bisschen Spanien. Ja, Frankreich, Stürmer. Komm. Ach, Bruder. Oh mein Gott, André, Alter, der hat 92. Ey, Mann, Digga. Ey. Digga, 2x92er. Ich meine, das erste Pack war schon schlecht, ne? Aber das wird jetzt noch schlechter sein. Weil dahinter wird jetzt halt nichts sein. Weil die Summerstar-Karten können leider nicht in diesem Pack drin sein. Ja, Digga. Ey, danke euch für euren Support. Link ist oben in der Beschreibung. Ne? Ihr wisst es, schreibt mir mal gerne rein, was in eurem 10x87er-Pack war. Falls ihr gezogen habt. Lasst ein Like da, Abo, falls ihr noch nicht abonniert habt. Glocke aktivieren, täglich einschalten, um nichts mehr zu verpassen. Ab geht's. 10x87er Plus-Pack. Wollen wir doch mal sehen, Alter. Wollen wir doch mal sehen, was hierbei rauskommt. Sind Team of the Season wie immer vorne. Heißt noch lange nichts. Spanien, das ist gar nicht gut. Rechter Flügel. Oh mein Gott. Vasquez 92er. Aber, es können noch Summerstar-Karten dahinter sein. Ich gehe davon aus, dass noch irgendeine bessere Summerstar-Karte auf jeden Fall dahinter sein sollte, weil sonst war das Pack sehr, sehr schwach. Sehr, sehr schwach. 96er, der Licht abgegeben. 95er Chiesa bekommen. Naja. Geht sogar, Alter. Chiesa natürlich ein bisschen stabiler, aber das Pack generell relativ schwach, muss man ehrlich sagen. So, Leute, wir haben Amazon Prime Pack und Premium Gold Pack. Wird wahrscheinlich ja, nicht gut werden. Wir werden es trotzdem aufmachen. Ich denke aber nicht, dass da was drin sein wird. Leute, checkt den Shop aus und gönnt euch die nice Designs in schwarz-weiß, orange, blau, rot, grün, Kissen, Tassen, Turmbeutel, vieles mehr. Ihr zu, oh, Dembélé ist sogar in Ordnung. Ihr supportet wie immer mich, ihr wisst Bescheid. Ich würde mich sehr freuen. Danke euch dafür euren Support. Und euer Packluck, wenn ihr die nice Sachen anhabt, ist instant verdoppelt. Ganz einfache Geschichte. Champions League Card. Ach, nee, ich meine, ach, Digga, komm. Ach, Bruder, Woche, egal. Ich sag mal, die 6 Spieler, die da drin sind, sehen eh mal lost. Es geht um dieses. Oh, hey, Digga. Zeigt mir von mir aus ein paar Neger an. Das Pack war eigentlich stabil. Darum geht es hier eigentlich. Das ist das einzig Gute sozusagen an diesen Prime Packs. Mal sehen. Digga, Bernardo Silva. Jo, 87er Bernardo Silva. Das ist nice. Das ist sehr, sehr nice. Für SBCs, guter Spieler. Ja, hat sich das Pack, würde ich sagen, doch noch ausgezahlt. Leute, wir kommen zum 85er Pack. Da ist das Ganze. Lasst gerne Like, lasst gerne Abo da, abonnieren, Glocke aktivieren, täglich einschalten. Leute, ich hoffe, ihr seid dabei. Ich würde mich sehr freuen. Schreibt wie immer in die Kommentare, was euer bester FIFA 21 Spieler war, den ihr gezogen habt. Checkt meinen Shop aus, gönnt euch die nice Designs in Orange, Blau, Rot, Grün, Kissen, Tassen, Turmbeutel, nice LED, damit vieles mehr. Unterstützt mich mit dem Kauf, ihr wisst es. Und ihr habt doppeltes Packlack. Ihr habt doppeltes Packlack. Ich sag's euch. Heute, ich schwöre es euch, ich habe 4 von diesen Packs hier gezogen. Oder? 4? Und ich glaube, dreimal war was sehr, sehr Krankes am Start. Ja? Ich hoffe, dass es jetzt das vierte Mal was sehr, sehr Krankes wird. Let's go. Bitte. Ich bin wirklich, ich bin so gut wie es heute gewohnt. Ich glaube, ich bin jetzt richtig schnell enttäuscht, wenn was nicht so gut wird. Das sieht jetzt auf den ersten Blick erstmal nicht so gut aus. Jetzt bin ich wirklich enttäuscht, Alter. Oh mein Gott, Raheem Sterling, 88er rated. Heute echt so viel Gutes gezogen. Da bist du echt hier enttäuscht. Ich habe es auch schon mal gehabt, da habe ich 3-4 Mal nur einen 85er oder 86er als besten Spieler in den Packs gehabt. Da bist du bei so einem Sterling, bist du dann gehypt, denkst du, wow, geil, Alter, endlich mal wieder. Aber was ich bislang heute gezogen habe und dann so ein Sterling, boah, Digi, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Singst, da wird, wenn wir Glück haben, sind noch irgendwie ein 87, zwei 87er oder ein 87er, ein 86er drin. Aber ich gehe mal davon aus, dass mindestens 3 85er am Start sind.
Bitte überzeugt mich von was Besserem. Na, 3,85er, wie ich es gesagt hatte. Und sogar ein 6,80er Carvajal. Digga, nicht mal. Nicht mal. Nicht mal ein 7,80er wenigstens. Aber okay. Kann man nichts machen. Ich will mich heute nicht beschweren, ganz ehrlich. Aber doch, ich will mich schon ein bisschen beschweren. Naja. Leute, wir haben ein saftiges Pack. 5 Stück. 5 seltene Goldspieler. 85 oder höher. Digga, bitte. Bitte gönn. Bitte mach alles, aber kein Auge. Let's go. 5 Stück davon, Leute. 5 Stück von den 85er oder höher. Es ist ein blauer Spieler. Das ist schon mal okay. Es. Nein. Oh mein Gott, ich könnte wieder heulen, Alter. Am liebsten würde ich anfangen zu heulen. Ich schwöre. Am liebsten. Ich würde am liebsten anfangen zu heulen, Digga. Bacasetas, ein 86er. Alter, Digga. Jetzt ist wieder die einzige Hoffnung, das einzig Positive, Alter. Eigentlich kann man daraus auch nichts Positives ziehen. Aber das einzig Positive, Leute, ist, dass das eine Special-Karte ist und dass dahinter bessere Spieler sein können als 86er, also Goldspieler. Vielleicht noch ein 87er, 88er, 89er, 90er, 91er, normaler. Sonst, ey, Mann, warum, ey, warum, warum macht ihr ey sowas? Sag mal ehrlich, warum macht ihr ey sowas? Warum machen die sowas, Digga? Das ist doch. Das tut weh, Alter. Das tut jedem FIFA-Spieler im Herzen weh. Let's go. Come on. Gönn wenigstens ein paar High-Rated-Spieler. Okay, Handanovic, Carvajal, Pogba. Immerhin 4 Walkouts von 5 Spielern. Ja. Was soll ich sagen, Leute? Koke noch am Ende völlig unnötig. Hätten wir uns wenigstens auch noch einen 86er reingedrückt. Aber weißt du, 88er Handanovic, das. Ja, wirklich, dann muss hier wenigstens ein 89er und noch ein 88er. Dann ist, hätte ich gesagt, okay. Aber sowas, Digga, 88, dann nicht mal ein 87er. Dann Cavallo und Pogba, Digga. Immer 86. Boah, ist das bitter, Mann, ne? Es tut einfach weh, ey. Ohne Scheiß, es tut weh. Wenn du Tots hast, du könntest was Geiles kriegen und kriegst Bacasetas, ey. Alles im Verein, hauen wir direkt in den S. Mal gut, mal komplett lost. Ihr wisst es, Leute, checkt den schon mal. So gönnt euch, ne? Die nice Designs in Rot, Blau, Orange, Grün, Kissen, Tassen, Turmbeutel, nice LED-Lampen und vieles mehr. Unterstützt mich mit dem Kauf. Ich würde mich sehr darüber freuen. Ich danke euch für euren Support. Also gönnt euch und euer Packlack ist direkt, wie immer, verdoppelt. Doppeltes Packlack mit den nice Sachen. Let's go. Also manchmal wirklich krank die Packs. Manchmal ganz katastrophal. Brasilien. ZDM. Oh, Casemiro. Okay, ist noch. 89er Casemiro? Nehmen wir mit, Leute. Ist schon ehrlich, muss man mal so sagen, eines der besseren Packs. Ich gehe davon aus, dass maximal noch ein Walkout drin ist. Ich ziehe in diesem Pack, es sind 25 Spieler. Ich ziehe wirklich fast immer nur ein, manchmal, also zwei, okay, zwei Walkouts. Aber drei habe ich, glaube ich, einmal oder so oder noch nie gehabt in diesem Pack. Könnt gerne mal einschreiben, was ihr gezogen habt. Ganz kurios, dieses Pack irgendwie. Aber mal schauen, Alter. Ja, ein Walkout. Oh, Digga. Aber 5. Ich mach 5, Digga. 5, 85er. Okay, es war ein saftiges Pack. Das war zwei Doppelte noch. Wirklich ein gutes Pack. Bänder und Vejos. Ein geiles Pack, ey. Muss ich sagen. Gefällt mir. Sehr, sehr viele 85er. Jo, kann man machen.